Eine Dysplasie sind Zellveränderungen, eine sogenannte Krebsvorstufe des Gebärmutterhalses. Wichtig hier zu betonen ist, dass diese Krebsvorstufen allesamt zu 100% heilbar sind. Wenn wir diese Dysplasien beurteilen, ist es für uns immer wichtig zu schauen, sind das niedriggradige, mittelgradige oder hochgradige Veränderungen. Eine hochgradige Veränderung kann im weiteren Verlauf des Lebens zu einem Krebs führen. Daher sollten alle hochgradigen Krebsvorstufen zur Sicherheit operativ entfernt werden.